Guten Tag, mein Name ist Bormann. Ich bin Lehrer in Berlin und ich frage mich, wie so viele Kolleginnen und Kollegen, wie wird man denn eine richtig gute Lehrkraft? Ja? Was muss man dafür tun? Die Antworten darauf sind vielfältig und komplex. Ja? Und sie sind auch abhängig davon, welches Fach unterrichtet wird. Ja? Aber an allererster Stelle steht natürlich erstmal unsere Schülerschaft, ja. Also unsere Kundschaft, diejenigen, die etwas von uns lernen möchten. Und das sind analoge Wesen. Ich kann noch so viele digitale Tools hier auffahren. Es werden immer nur Werkzeuge sein und es werden Werkzeuge bleiben. Und das, was uns tatsächlich ausmacht, ist analoge Kommunikation. Da werden Sie sich wundern, dass das jetzt gerade ein Fachmann für Digitalisierung sagt. Aber ich weiß halt am besten, dass alles das, was wir benutzen in unseren Computern, nichts anderes sind als Werkzeuge. Es sind Transportwege, die wir benutzen. Es ist eine reduzierte Qualität gegenüber dem Analogen, die wir von A nach B transportieren. Und jeder maßlose Aktivismus in Richtung Digitalisierung bringt uns keinen Schritt weiter, wenn es darum geht, Menschen zusammenzubringen, die miteinander kommunizieren müssen, um zu lernen, um täglich eine höhere Stufe in ihrem Leben zu erreichen. Ja? Die täglich das Gefühl dann haben möchten, ja, ich habe wieder etwas verstanden. Und natürlich möchte ich dabei helfen. Aber ich kann nicht dabei helfen, wenn die Tools, mit denen ich arbeite, einfach überbewertet werden. Wenn sie hochstilisiert werden zu etwas, was sie nicht sind. Digitale Tools beinhalten keine Lernmethodiken. Ja. Sie können mehr oder weniger gut programmiert sein. Sie können sich an den Lernmethodiken orientieren, die wir auch im Analogen einsetzen. Sie können das abbilden, was wir in der wirklichen Welt sehen. Aber sie werden niemals das ersetzen, was das Lernen ausmacht, nämlich die Kommunikation von Mensch A zu Mensch B. Das ist mein voller Ernst. Ja, so, also ein Mensch alleine vor seinem Computer, der kann nur dann etwas lernen, wenn er zuvor mit ganz, ganz vielen anderen seine Kindheit genossen hat, von seinen Eltern viel gelernt hat, von seinen Lehrern in der Grundschule viel gelernt hat, wenn er einfach, oder sie, oder Lehrerin, ja, also entschuldigen Sie bitte, wenn ich manchmal nicht die Sprache verwende, die Sie vielleicht gerade gerne hätten, aber es geht mir hier um die Sache, ja, und nicht um den Überträger. Auch die Sprache ist nur ein Mittel, um Informationen von A nach B zu übertragen. Ich könnte auch anders mit Ihnen kommunizieren, zum Beispiel über Musik, zum Beispiel über Blicke, über Mimik, über Gerüche, über weiß der Teufel was. Und wir haben uns zurzeit etwas festgefahren auf Bild und Ton, auf die Übertragungswege, die digital schon prima übertragen werden können. Können Sie einen Geruch übertragen? Macht keiner. Ja, also, wollen Sie das überhaupt? Können Sie sagen, nein, aber Sie merken schon, ich komme jetzt langsam ins Schlingern. Ich muss jetzt langsam Schluss machen mit diesem Video. Der wichtigste Punkt, den ich rüberbringen wollte, ist einfach, nicht zu vergessen, dass der Mensch ein analoges Wesen ist. Und alles das, was in einem Computer drinsteckt, wird als Müll einfach nur verloren gehen, wenn wir es nicht zurücktransportieren in die analoge Welt über eine Digital-Analog-Wandlung, die es uns ermöglicht, wieder Schall wahrzunehmen, die es uns ermöglicht, wieder Bilder mit unseren analogen Augen zu sehen. Wir empfangen ausschließlich analoge Signale. Ja?
Wir sind haptische Wesen. Wir müssen etwas anfassen. Wir müssen auch etwas riechen. Wir müssen etwas fühlen. Und die Welt, in der wir jetzt gerade drinstecken und die zukünftige Welt, auf die wir uns zubewegen, die dürfen dieses niemals vergessen. Niemand von uns darf das vergessen. Wir wollen uns sehen, wir wollen uns fühlen, wir wollen uns hören. Wir wollen zusammen etwas machen und nicht alleine an einem Gerät irgendwo in einem magisch dunklen Keller. Auch ich nicht, als Digitalisierungsfachmann.